Hermanns Küche. Der politisch-kulinarische Podcast mit Sophia Hoffmann. Live und in Farbe aus Berlin-Friedrichshain, aus der Küche von Sophia Hoffmann. Großartige Gäste, köstliches Essen und spannende Gespräche. Ich freue mich sehr, dass die heutige Folge von The Reform unterstützt wird. Immer wenn ich am Anfang meines Podcasts Willkommen in Hoffmanns Küche sage, dann meine ich damit meine wunderschöne Küche hier in Berlin und das ist eine Reform-Küche. Reform ist ein dänisches Designunternehmen, das ganz tolles Küchendesign macht und das möglichst vielen Menschen bezahlbar zugänglich machen möchte. Wie das funktioniert? Auf der Basis von IKEA-Küchenmöbeln kann man dann diese personalisierten Reform-Verschalungen und Arbeitsplatten aufbauen und das Ergebnis wirklich eine tolle Designküche, die sonst nur für viel Geld zu haben ist. Seit 2020 gibt es zudem auch eigene modulare und ressourcenschonend gefertigte Schranksysteme, sodass man auch 100% Reform erwerben kann. Und bei der Gestaltung gibt es da echt total viele unterschiedliche Designs, Optiken und Materialien. Von bunt ausgefallen über klassisch Holz, Linoleum ist da wirklich alles möglich. Als wir unsere Küche ausgewählt haben, haben wir uns für die Linie Basis entschieden. Die hat so runde Eingrifflöcher und ist ein Mix aus Holzfurnier und Linoleum. Wir waren beide sehr überrascht von unserer ausgefallenen Farbwahl. Wir haben nämlich einen hellrosa Puderton und ein dunkles Eichenfurnier. Wir wollten was Helles, weil wir in einer Erdgeschosswohnung wohnen, das eher so den Raum aufhält. Und in Kombi mit diesen Linoleum-Arbeitsplatten, die auch wirklich super zum drauf arbeiten sind, wirkt das einfach sehr klassisch und zeitlos. Und wir sind wirklich super happy damit. Jetzt so ein halbes Jahr haben wir die Küche jetzt genutzt und ich kann wirklich alles drumherum empfehlen. Vielleicht habt ihr die Küche schon mal auf Social Media gesehen bei mir. Tatsächlich könnt ihr sie auch in dem Icon zu diesem Podcast sehen. Da sitze ich nämlich auf der Arbeitsfläche. Was auch cool ist, die Einzelteile werden in so großen Holzboxen geliefert und die eignen sich total gut für Upcycling. Wir haben uns daraus von einem befreundeten Schreiner Küchenregale bauen lassen. Reform hat 5 Grundprinzipien, die ich noch schnell mit euch teilen möchte. Das erste lautet We Make Room. Das bedeutet, dass wirklich die NutzerInnen im Mittelpunkt stehen und das höchste Ziel ist, Stauraum zu schaffen und die Küchen möglichst benutzerInnenfreundlich zu machen. Dann haben sie sich auf die Fahnen geschrieben Evolution, not Revolution. Das bedeutet einen durchdachten und stetigen Prozess, also bestehende Traditionen aufnehmen, existierende Ideen als Basis nehmen und weiterzuentwickeln. Dann sagen sie, we are inviting and accessible, also wirklich in allen Bereichen der Unternehmensgestaltung zugänglich und einladend zu sein. Viertens, when in doubt, simplicity, im Zweifel für die Einfachheit. In einer komplexen Welt wollen wir einfache Lösungen bieten. Und guter Letzt, crafted to last, gemacht, um zu bestehen, Qualität statt Quantität. Die Reformprodukte sind mit handwerklichem Fachwissen, Qualitätsbewusstsein und nach strikten Richtlinien der Langlebigkeit gefertigt. Wenn ihr jetzt mehr über Reform erfahren wollt, dann geht einfach auf die Webseite. Die findet ihr unter www.reform.com. cph für Kopenhagen.com/de. Ich verlinke es euch natürlich auch in den Shownotes. Dort könnt ihr auch einen Beratungstermin vereinbaren. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der heutigen Folge von Hoffmanns Küche. Meine heutige Gästin ist Annette Vogt und die habe ich, ich glaube, 2019 kennengelernt. Die ist gelernte Köchin und Lehrerin in Berlin an der Brilliat-Savarin-Schule. Das ist eine Schule für Gastgewerbeausbildung, also wo man eine Köchinnenlehre machen kann. Und Annette ist dort super engagiert, wirklich in der Köchinnenausbildung endlich zu reformieren, vegan-vegetarische Themen mehr zu berücksichtigen, Zero-Waste-Themen mehr zu berücksichtigen. Ich durfte damals vor Corona dort einen Workshop halten zu dem Thema für Auszubildende. Hoffe, dass ich das irgendwann wieder machen kann. Und ja, es gibt einfach ganz viele Verbindungspunkte bei uns und ich dachte, das ist super spannend, mit ihr mal über dieses Thema Ausbildungsbereich zu sprechen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich habe heute einen Mittagessensgast bei mir am Küchentisch. Und ich sage noch kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang. Ich habe heute eine Rösti gemacht, einfach weil wir gerade unglaublich viele Kartoffeln immer noch kriegen in unserer Genossenschaftskiste. Dazu gibt es einen Spinatsalat mit ein bisschen Mung Dal-Rest-Hülsenfrüchten. Und mein Gast, die liebe Annette, hat so total leckere Antipasti mitgebracht. Und die will ich natürlich jetzt gleich probieren. So, liebe Annette, herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Magst du dich vielleicht mal selber vorstellen? Ich glaube, dein Stuhl wird gerade von unserem jungen Hund angeknabbert. Ja, wir können mal versuchen, das zu ignorieren. Wenn es zu laut wird, dann müssen wir ihr irgendwas anders geben. Also, ich bin Annette Vogt. Ich bin, man soll sich ja vielleicht erstmal über den Beruf vorstellen. Ich bin Berufsschullehrerin und Köchin. Erst Köchin gelernt, dann Berufsschullehrerin am Oberstufenzentrum für Gastgewerbe in Berlin, Brillat-Savarin-Schule. Und bin 52 Jahre alt, habe eine ganz tolle 19-jährige Tochter und ja, lebe hier in Berlin, in Pankow. Was soll ich noch sagen? Ja, reicht erstmal. Ich kann dich auch direkt was fragen. Genau. Wie gesagt, es ist irgendwann kommst du auch noch zum Essen, ich verspreche dir. Du bist erst Köchin geworden. Du hattest, war dein Lebensplan wahrscheinlich nicht immer Berufsschullehrer? Sonst mein Lebensplan war, ich wollte Sport-Geografielehrerin werden. Ah, ja. Also ich wollte Lehrerin werden und bin dann über eine, zu DDR-Zeiten gab es so eine Art Vorlenkung. Also ich hatte eine krumme Wirbelsäule, ging jedenfalls nicht. Mhm. Dann dachte ich, ich möchte gerne was ganz anderes machen. Ich möchte Lebensmittelchemie studieren. Mhm. Und zwar habe ich ja... Das ist jetzt auch nicht direkt Köchin. Gar nicht. Nee. Ich habe 87 mein Abitur gemacht und 86 war ja das mit Tschernobyl. Und da gab es einen ganz großen Run, alles was Lebensmittel betrifft, das auch zu studieren, sich damit zu befassen. Und dann wollte ich nach Potsdam-Rehbrücke auch gehen und da arbeiten. So, dann habe ich aber dieses Studium nicht bekommen, weil mein Abiturdurchschnitt leider nur 1,5 war. War zu schlecht. Weil ich wollte gerade sagen, es ist doch total gut. Weil der Rand da drauf so groß war. Ich fand mich ja auch gut. Mhm. Und dann gab es aber, was ich dann wirklich ganz toll fand, eine Art Umlenkung. Da haben die gesagt, sag mal, du wolltest doch mal Lehrerin werden. Man kann auch Berufsschullehrer werden für Lebensmittel. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das einfach. Mhm. Und dann... es hat auch was mit meiner Biografie zu tun. Zu DDR-Zeiten haben die Frauen oder viele Frauen haben vor ihrem Studium eine Art Praktikum oder Beruf erlernt. Mhm. Warum das so war, weiß ich nicht genau. Die Männer waren ja meistens bei der Armee. Ja. Und vielleicht, weil Zeit verloren gegangen ist oder auch immer. Ich fand die Regelung, das war keine Pflicht? Oder? In manchen Berufen, also wenn alles was mit Programmieren, Datenverarbeitung zu tun hat, nicht. Die wurden gebraucht, die mussten sofort studieren. Okay. Aber bei uns war das so. Und wir sollten halt ein Praktikum oder einen Beruf erlernen, der irgendwas mit Lebensmitteln zu tun hat und so. Habe ich Köchin gelernt. Und das war wirklich, wirklich toll. Meine Mutter hat mich zur Köchin gezwungen. Ich wollte eigentlich eher Restaurantfachfrau werden, um einfach Tipps zu kriegen. Und ich habe mir die Welt da ein bisschen anders vorgestellt. Mhm. Und ich bin aber froh, dass ich genau das gemacht habe. Mhm. Dann habe ich in Potsdam erst in einem kleinen Restaurant gelernt und nachher im Sizilienhof ausgelernt. Und da meine Prüfung auch gemacht. Wie lang war die Ausbildung denn damals? Auch 3 Jahre. Ich habe aber verkürzt, weil ich Abitur hatte. Also so wie es heutzutage auch ist. Einfach verkürzt, schneller durchgeritten. Und dann im Prinzip gleich im Anschluss das Studium gemacht. Also dann war eigentlich schon klar, es muss was mit diesen Köchen zu tun haben. Und dann war eigentlich auch schon klar, dass es in eine Lehrrichtung geht. Und dann war es auch schon klar, dass ich habe dann wirklich, es hieß wirklich Berufsschullehrerin für Lebensmitteltechnologie habe ich studiert. Mhm. Und habe das in Dresden gemacht. Man konnte das nur in Dresden machen von 88 bis die Wende kam. Und da wollte ich natürlich nicht mehr in Dresden bleiben, obwohl es also nach wie vor eine tolle Stadt ist. Ich bin da auch sehr gerne. Meine Freundin lebt da auch. Aber ich wollte natürlich nach Berlin. Also 1990 wollte ich nach Berlin. Das war das Erste. Und das Zweite war, man hat ja auch bestimmte Studiengänge, wie hatten Marxismus, Leninismus. Und das hieß ja dann Philosophie.
Und wir hatten das bei den gleichen Menschen. Und ich wollte nicht bei den gleichen Menschen, bei denen ich mich vorher schon so abgequält habe und immer so eine 4, eine 5 hatte, nicht Philosophie machen. Und bestimmte Dinge haben mich einfach nach Berlin gezogen. Und ja, meine Freundin hat das angeleiert. Wir haben uns dann erkundigt und wollten wechseln. Sie ist in Dresden geblieben, ich habe gewechselt. Habe ganz viel Studienzeit drangehangen, draufgepackt. Meine Freundin war viel eher fertig, aber ich fand die Zeit viel toller. Also klar, muss ja auch eine super spannende Zeit genau, gewesen sein. Genau, und seitdem hänge ich halt, seit 1990 wohne ich halt in Berlin. Ja. Vorher, ich bin, achso, habe ich vorhin gar nicht erzählt, ich komme aus Kleinmachnow, deswegen bin ich ja auch so mit Berlin auch ein bisschen oder der Umgebung verwurzelt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht so weit weg. Genau. Ne? Vielleicht für die Leute, die nicht von hier, wie weit ist das? Das liegt gleich, also wenn ich hier... Eigentlich ist es direkt an der Stadtgrenze. Also ich bin an der Mauer von der anderen Seite groß geworden. Ja. Mir haben die immer leid getan, die da eingesperrt waren. Und meine Kindheit, meine Berliner Kindheit, habe ich auch im Friedrichshain verlebt. Meine Mama kommt aus dem Friedrichshain. Das ist im Prinzip, das war naheliegend, dass ich hier zurück will. Ja. Und da bist du dann auch geblieben. Genau, da bin ich auch geblieben. Immer so rumgezogen. Ich habe erst im Friedrichshain gewohnt, dann bin ich weitergezogen. Prenzlauer Berg, jetzt wohne ich in Pankow. Also immer ein bisschen weg von dem ganzen Tohuwabohu sozusagen. Ich finde das total spannend, weil ich will dich auch mal zum Essen kommen lassen. Deshalb quatsch ich jetzt mal. Ich esse was. Genau, probier gerne mal. Übrigens diese kleinen, wie heißen sie nochmal? Das sind so Pepperoni, eigentlich Pepperdrops. Pepperdrops. Ja, weil sie schauen so tropfenförmig aus. Ne? So ja, eigentlich ist Pepperdrops super lecker und auch gar nicht so scharf. Ich fand das spannend, dass du das vorhin mit Tschernobyl als Auslöser erwähnt hast, weil... Ich bin ja 40, das heißt, ich bin 1980 Jahrgang, also so summa summarum ungefähr 10 Jahre Unterschied, so was irgendwie Schulabschluss und so. Darf man zwischendurch auch sagen, ist lecker. Ist lecker? Danke. Gut, ja, du, viel Fett, gell, und wir reden vom Rösti. Genau, und für mich war das wirklich als Kind auch so ein ganz einschneidendes Erlebnis. Also ich war da ja erst 6, ich bin, glaube ich, gerade in die Schule gekommen. Aber natürlich dadurch, dass meine Eltern da auch das wirklich sehr schnell auch auf dem Schirm hatten, auch bevor, also ne, als das von den Medien noch so ein bisschen runtergespielt wurde. Und meine Mama ja auch Grundschullehrerin und Rektorin war und das irgendwie so ne, auch in Bezug auf das Wohl der Kinder natürlich sehr schnell wahrgenommen hat. Und also abgesehen davon, dass es dann so Folgen hatte, wie dass man bestimmte Dinge nicht mehr gegessen hat, ne, irgendwie Pilze oder auch mit der Milch war es ein Thema irgendwie am Anfang und man in den Sandkästen nicht mehr spielen durfte, bei Regen irgendwie nicht mehr draußen sein sollte und so. Und ich glaube, das war für mich so als Kind der erste Reality-Check, sodass auch schlimme Dinge auf der Welt passieren können, ne? Weil in dem Alter kapiert man das noch nicht so. Und ja, spannend, dass das für dich so ein Auslöser dann irgendwie auch war, was mit Lebensmitteln machen zu wollen. Ja, ja, und sag mal, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Nach dem Studium? Nach dem langen, langen Studium, in dem ich ganz tolle Freunde kennengelernt habe, mit denen ich nach wie vor jetzt auch zusammen an der Schule arbeite, ja, habe ich sozusagen mein Referendariat gemacht in Berlin. Und hatte auch eigentlich schon immer mit Gastronominnen da zu tun. Während des Studiums habe ich natürlich auch gearbeitet als Köchin. Also ich habe ganz viele verrückte Jobs gemacht, aber am längsten, glaube ich, auch als Köchin gearbeitet. Und ja, Referendariat, zack, angefangen zu arbeiten. Gleich eine volle Stelle und eigentlich direkte Bezug gleich zu Köchin. Also ich hatte auch Hotelfachleute unterrichtet, Restaurantfachleute, aber habe halt so gemerkt, die liegen mir halt besonders gut. Also junge Menschen so und so, finde ich toll. Ich könnte, glaube ich, nicht an einer Grundschule arbeiten, weiß ich nicht. Also ich habe öfter mal kleine Kurse gemacht, wenn die Grundschüler an die Schule kommen und ich zeige denen mal, wie man einen Pastateig selber herstellt oder so eine Sache. Ich habe so einen Respekt davor, ne? Wenn ich denke, aber das ist schon was anderes. Meine Mama, die immer erste und zweite Klasse hatte, also das ist schon fordernd. Anderer Geräuschpegel. Ja. Und hast du immer 5 Kinder, die dir so am Rockzipfel hängen? Genau, es wuselt eigentlich immer. Es wuselt und man ist wirklich, es ist ein sehr, also Hut ab für alle, die das einfach auch schaffen. Ne? Ja, ja.
Sag mal, was mir irgendwie total auf der Zunge liegt, welche Frage, weil, ne, du kennst ja die Diskussion, wir sprechen viel und zum Glück heutzutage, wir sprechen über Sexismus in der Gastronomie, gewisse Strukturen. Gab es da in der DDR einen Unterschied? Wie hast du das empfunden in deiner Ausbildung? Ganz ehrlich, ich hatte ein einschneidendes Erlebnis, das war am ersten Tag. Und dann habe ich das für mich geklärt. Aber also ich hatte kann ich jetzt kurz erzählen? Ich hatte einen riesengroßen Topf mit TK-Mischgemüse in der Hand. Und meine Kochkleidung war nicht die schwarz-weiß karierte, sondern ich hatte eine weiße Hose, die sehr eng war. Und ich habe auch gedacht, so, boah, die ist ja ganz schön knackig, selber. Komme in die Küche, trage diesen Topf, merke, wie mich eine Hand anfasst. Und ich habe den Topf fallen lassen und habe ihm eine geschallert. Also es war meine normale Reaktion. Erster Tag, Azubine. Ich hatte alle auf meiner Seite, der hat sich entschuldigt und dann hatte ich Glück, das für mich zu regeln. Aber ich muss sagen, ich bin zu der Zeit sehr hart geworden, sehr derb in meiner Ausdrucksweise und Sprache, um einfach gegenzuhalten und mitzuhalten. Ja. Wir waren aber ein cooles Frauenteam. Also wir waren drei Frauen, die auch fachlich, also ich habe vor allem von der einen fachlich sehr viel mitgenommen. Und dann haben wir das gut gemanagt, aber einfach nur hat sich keiner mehr untereinander. So. Ja. Aber gut, ich meine, da hast du ja auch wirklich, also einerseits gut, dass du so reagiert hast, dich da auch so zur Wehr zu setzen und dass du natürlich auch das Glück hattest, dass dir da wirklich jemand dann auch den Rücken geschnappt hat. Genau, das hätte auch ganz anders laufen können, die hätten lachen können oder genau, so. Genau, weil so Fälle kenne ich ja auch. Ich kenne ganz viele Fälle, ich weiß das auch von vielen. Wo man dann halt irgendwie nichts sagt oder irgendwie den Stuhl wechselt. Genau. Oder, aber du kannst, also würdest jetzt nicht sagen, dass es da Ost-West irgendwie, dass du da irgendwie Unterschiede... Weil man ja immer so sagt, dass im Osten so in vielen Bereichen Frauen, ich glaube nicht. Ich für mich kann nur sagen, ich finde, dass es da keine Unterschiede gibt. Es gab genauso derbe Sprüche, es gab blöde Bemerkungen über Aussehen, aber auch in allerlei Richtungen. Also auch, wir haben ja auch, also wir sage ich jetzt, wir drei Weiber haben auch gegengehalten und ausgeteilt. Und auch nicht schön. Ist ja auch, macht man ja dann auch. Genau. Ne? Also, auch nicht schön. Ja, spannend. Ja, wir haben uns ja, ich habe nochmal so, ne, wir haben uns 2019 eigentlich, wurden, glaube ich, verkuppelt. Ich weiß gar nicht mehr von wem eigentlich, von Frieda oder? Nee, ich weiß, also ich kann mich nur erinnern, ich habe mich irgendwann mal getraut, ich mache das jetzt mal mit diesem Instagram. Ah, ach, und das war's. Und da habe ich irgendwie dich mal entdeckt und habe so geguckt und dachte so, oh, das finde ich aber spannend. Und hatte aber auch Katrin Hecker als Schülerin. Ah, Katrin, okay. Genau. Und dann, sage ich kurz was vielleicht für die HörerInnen dazu, weil also Katrin ist eine Freundin von mir, die ich auch schon lange kenne und die tatsächlich auch schon sehr lang autodidaktisch immer wieder in Restaurants gearbeitet hat und sich dann eigentlich mit Mitte 20, Ende 20 noch entschieden hat, eine Kochausbildung zu machen, das hart durchgezogen hat. Das war auch, glaube ich, nicht so, also sie hat ja auch schon öffentlich drüber geredet, dass es nicht so lustig war. Also krassen Respekt für diesen Schritt so. Und genau, und Katrin war dann quasi gleichzeitig, kannte ich und war quasi bei dir als Auszubildende. Genau, also zufälligerweise, sie hat auch ihre Ausbildung verkürzt und ich hatte halt diese Verkürzerklasse. Aber ich kannte sie vorher schon von Kursen, weil ich Kurse, oder ganz gerne bieten wir in der Schule Workshops an, für alle, die mehr wissen wollen, für Interessierte. Und da habe ich sie, da war sie halt immer dabei. Also es gibt ja welche, die kommen immer, die wollen immer mehr wissen. Oder auch aus dem Schulgarten, wir haben in der Schule ja einen ganz tollen Schulgarten, da hat sie auch immer gleich mit meiner Kollegin Annette Erke, wir sind die beiden Annettes, die den Schulgarten betreiben und da war sie auch immer vorne dabei. So ist das dann gekommen und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie kriege ich denn die Sophia da mal in die Schule? Natürlich über einen Workshop und ich glaube, ich hatte drei Anliegen. Wir haben alles reingepackt. Ja, ich habe gesagt, ich will dich haben an meiner Schule als für einen Workshop. Da hast du einen Zero Waste Workshop gemacht, der war ganz klasse, also sehr nachhaltig, wirklich gewirkt bei vielen Schülern und es wird gebeten nochmal, also wenn das mal wieder geht, sowas nochmal zu machen. Dann wollte ich mit dir den Kochwettbewerb machen, der jetzt wegen Corona in der Schwebe hängt.
Also einen vegetarisch-veganen Kochwettbewerb. Mhm. Und dann, was war denn noch eine dritte Sache? Na, wir haben uns dann auf dem Symposium irgendwie kennengelernt. Mhm. Da wollte ich, glaube ich, das... Das dritte weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber das mit dem Kochwettbewerb ist vielleicht auch ganz, ganz spannend, auch für die ZuhörerInnen. Also das Creative Cup heißt der. Mhm. Und den gibt es ja auch schon ein ganzes Weilchen. Also für Auszubildende, ne, ist der. Und der hätte eigentlich letztes Jahr das erste Mal rein vegetarisch-vegan stattfinden sollen, was ich super cool auch fand. Und es ging schon so weit in der Planung. Wir hatten schon die Einreichungen. Es waren wirklich tolle Einreichungen. Also sie mussten da Menüs zusammenstellen. Es gab auch so ein bisschen eine Vorgabe, ne? Irgendwie saisonal, regional, berücksichtigen. Ein Warenkorb, genau. Mhm. Und und das Event selber musste dann leider im Herbst abgesagt werden. Mhm. Und also es gibt jetzt, um mich mal einzugrätschen, es gibt jetzt kein Battle, sondern es soll ein anderes Format sein, damit halt, die haben sich ja vorbereitet, die haben ja geübt. Ja, haben das ja schon, ja. Soll gefilmt werden, also es soll sozusagen in der Schule, wenn es irgendwann geht, weil wir die Lehrküchen haben, aber noch dürfen wir da nicht Praxisunterricht machen, sollen die einzeln eingeladen werden und dass die ihr Menü kochen und dann wird das dokumentiert. Mhm. Soll also ein Büchlein geben mit den Rezepten und Filme. Aber eben diesen Wettkampf untereinander wird es jetzt in der leider nicht geben. Das ist sehr schade, weil wir wären nämlich in der Jury gewesen und ich finde sowas ja super spannend. Ich freue mich immer total, wenn ich so, ich habe so ein paar Jury-Tätigkeiten in den letzten Jahren machen dürfen. Ich bin ja auch beim Gastro-Gründerpreis in der Jury seit einigen Jahren. Und das ist halt auch total spannend, ne? Weil du da auch immer so ein bisschen Trends ablesen kannst, einfach sehen kannst, was passiert, was werden für Formate, für Konzepte gegründet. Und einmal war ich bei einem Barista, bei so einem Latte-Art-Showdown war ich auch mal in der... Also da ging es um Latte-Art mit pflanzlicher Milch natürlich. Das war auch total witzig, weil es war sehr männerlastig, muss man sagen, das Barista-Thema. Ne, so. Ich glaube, es hat aber am Ende... Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, es hat ein Mann gewonnen. Naja, auf jeden Fall müssen die dann halt wirklich in Echtzeit, ne, so stehen die an den Kaffeemaschinen und machen da und haben nur so ganz wenig Zeit. Und manche haben richtig gezittert. Die waren so unter Strom. Und dann müssen die da halt diesen perfekten, aussehenden Cappuccino hinknallen. Das war ein sehr spannendes Erlebnis. Und dann gibt es halt so Sachen, die man, hatte ich mich jetzt davor auch noch nicht so befasst, ne? Irgendwie Symmetrie dieser Figuren und wie gut die Linien sich abzeichnen von Braun und Weiß und so. Also voll auch und, was gelernt. Und mit welcher pflanzlichen Milch klappt das am besten? Das ist eine gute, ich glaube, wir hatten da, es war von einer Marke gesponsert, die werde ich jetzt nicht nennen. Ich glaube, es gab eine, die hatten natürlich dann auch irgendeine Barista-Marke. Ich glaube, Soja, aber Hafer ist mittlerweile schon auch ganz gut dabei. Ne? Also diese Barista-Hafermilch. Und sind denn da, sind da irgendwie Emulgatoren drin? Ja, ja, ja. Und irgendwas, also diese Barista-Milch, die haben schon irgendwelche Emulgatoren drin, ja. Ah, cool. Also, war witzig. Ja, ja, also finde ich super schade, dass wir das dann nicht probieren können, das Essen. Aber es wird, ich glaube, es wird dann einfach einen nächsten nochmal geben. Nochmal so einen Wettbewerb, wenn der ganze Rausch hier vorbei ist, dann kommen wir nochmal. Ja, aber also mir hat der Workshop auch wahnsinnig Spaß gemacht. Ich fand es auch so interessant, also es war auch für mich so interessant, weil ich bin ja keine ausgebildete Köchin, aber ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht, als ich jünger war. Und natürlich, ne, also weiß ich, was es heißt, in eine Berufsschule zu gehen und weiß ich, was es heißt, irgendwie eine Gesellenprüfung zu machen und so. Aber klar, ich war jetzt in einer Gastgewerbeschule, war ich davor auch noch nie. Und ich habe mich auch einfach wahnsinnig gefreut, dass die Leute, die teilgenommen haben, die waren halt super motiviert. Also die hatten voll Bock auf das Thema und das ist einfach so schön, das zu sehen. Also ich muss auch sagen, dass wir echt tolle Schüler haben. Also jetzt einfach nochmal, muss ich nochmal eine Lanze brechen. Das gibt so, so viele interessierte Schüler und die jetzt in dieser Situation bei der Stange zu halten, ist auch sehr schwierig, ja. Mhm. Also teilweise sind entweder jetzt die Läden zu, die Gastronomie läuft nicht normal oder es wird natürlich ganz viel produziert und trotzdem haben die noch Bock. Also ich meine, es fallen bestimmt welche hinten runter und das, wenn ein Betrieb zumacht, naja, was mache ich denn mit dem Azubi, ja, der muss ja irgendwo hin. Aber Hut ab für die, die einfach noch bei der Stange bleiben. Mhm, das ist schwierig. Mhm. Ja. Ich würde, also
Ich will dich zwei Sachen, will dich ganz viele Sachen fragen. Okay. Aber also erstmal wollte ich sagen, die Antipasti sind köstlich. Schäuber. Unfassbar gut. Mhm. Jetzt musst du einmal nochmal sagen, wo man die in Berlin kaufen kann. Also, ich habe die jetzt gekauft bei Kutzner und Kutzner, meinem Lieblingsbioladen in der Schönhauser Allee, die wirklich ganz, ganz viele regionale Sachen machen. Jetzt ist ja natürlich eine Olive nicht regional, kommt aber von der Manufaktur aus Güstrow. Und zwar heißen die Oliviero und die verkaufen, also die beliefern auch viel Gastronomie in Berlin. Also Blumencafé hat die Sachen auch. Fantastisch, ja. Und das sind halt Freunde von mir, die wirklich zu den Produzenten direkten Bezug haben und diese Sachen einlegen selber. Also das hat vor ganz vielen Jahren angefangen, wirklich ganz simpel in der Badewanne in Eimern mischen und probieren, was passiert. Gehe ich mal auf den Markt und verkaufe das. Und mittlerweile sind die eigentlich auch in Mecklenburg richtig gut bekannt. Die stehen in Rostock, in Güstrow, in Schwerin, in weiß ich jetzt gar nicht genau wo, überall. Und natürlich hier haben viele Läden verkaufen diese Sachen. Und seitdem ich die Oliven kenne, esse ich in keinem Restaurant, also ich müsste denn eines Besseren belehrt werden, diese komischen, schwarzen, schwarz gefärbten Dinger, die da immer irgendwo, also ich bin da sehr wählerisch gerade, ja. Und ich kenne halt auch viele Geschichten der Oliven selber. Das ist zum Beispiel so eine marokkanische, die ist, die hat noch so ein ganz, hast du schon gekostet? Diese dunkle. Ja, die werden dann, glaube ich, noch, die sind dann noch wie so gebrannte. Also die sind ein bisschen kräftiger noch, ja. Dann haben wir hier grüne, was ist da noch mit Salzzitrone? Mit Salzzitrone, so frisch, also das finde ich passt jetzt zum Frühling so toll. Und Artischocken, Knoblauch, sehr lecker. Genau. Genau, das war jetzt nur die Frage nach dem Essen. nein, ich würde dich total gern fragen, also einerseits in Bezug das Thema Kochausbildung ist ja auch immer wieder so ein Thema, Menschen sagen, da muss reformiert werden, da muss modernisiert werden. Das große Thema ist natürlich vegetarisch-vegane Ausbildung, auch ganz, ganz oft. Es gibt auch immer wieder Initiativen. Du selber hast im Rahmen dieser Ausbildung auch eine Initiative mit initiiert. Wie bist du überhaupt zu dem Thema, also für das Thema sensibilisiert worden? Wie kam es dazu und was habt ihr da gemacht? Ich versuche es ganz kurz zu machen. Und zwar habe ich gerade gestern mit der Kollegin telefoniert, die ist jetzt Rentnerin, meine alte WISO, also Wirtschaftssozialkunde-Kollegin. Wir sind ja eigentlich über wirklich den, wir waren mit einer Klasse auf einer großen Konferenz und da ging es um Nachhaltigkeit. Und da hat mich jemand vom WEBU angesprochen und irgendwie sind wir in Kontakt, also damals noch WEBU. Ja, jetzt ProVetsch. Sind wir in Kontakt gekommen und es ging dann plötzlich ganz schnell um ein Projekt, welches wir in mehreren Jahren mit mehreren Ländern EU-weit entworfen haben, Vegucation. Und zwar ein Modulsystem, welches sich mit pflanzlicher Ernährung befasst. Und das sozusagen auch als Standbein an die Schulen oder an Weiterbildungseinrichtungen zu bekommen. Wir haben das mit Österreich. Also so integrativ in die bestehende eigentlich integrativ, Ausbildung. Aber noch ein bisschen mehr. Also ich habe gemerkt, dass wir, als wir das ganze Konzept entwickelt haben, eigentlich schon wirklich, wirklich viel pflanzliche Ernährung und uns schon viel in unserem Plan damit befassen, aber dass es vielen Leuten gar nicht so klar ist. Weil selbst wenn ich das Thema Fleisch behandle, mache ich ja ganz viel mit Gemüse, weil es liegt da auf dem Teller. Oder das ganze erste Jahr befasse ich mich ja nur, wie schneide ich das Gemüse, wie wasche ich das, also Ernährungsphysiologie. Das ist eigentlich schon immer so drin, aber es ist nicht allen so bewusst. Das heißt immer, naja, in der Ausbildung haben sie ja bloß im dritten Halbjahr so ein bisschen was mit pflanzlichen Rohstoffen. Aber eigentlich ist es viel mehr. Man befasst sich zum Beispiel im sechsten mit Backen und da überlegt man sich ja, wie ersetze ich denn jetzt die Eier und die Milch und die Butter? Also das kommt dann also das liegt natürlich auch ein bisschen, gebe ich zu, in den entsprechenden, in der Lehrkraft, die da sich denn da so reinsteigert und das vielleicht schwerer thematisiert. Und deswegen und vielleicht ja auch in Berlin noch mal stärker. Auf jeden Fall. Also wir merken ja wirklich, als ich angefangen habe mit dem Projekt und das den Schülern so erzählt habe, kullerten die mit den Augen, ja, Köche logischerweise, wann können wir endlich Fleisch machen und so. Und jetzt ist es ganz normal. Also das war vielleicht, wann haben wir das gemacht? Ich weiß es gar nicht, 14 oder so. Also angefangen hat es vielleicht 11, 12 mit dem ganzen Projekt und seit 15 machen wir das an der Schule und als Zusatzqualifikation für Köche.
Und dann habe ich das so gebastelt, adaptiert, dass es für unsere Schule gut klappt. Aber jeder Betrieb, also jede Schule kann sich sozusagen dieses Modul umsonst aus dem Internet laden, hat die ganzen Filme, die wir gedreht haben. Es gibt kleine Trickfilmchen, wir haben so Kochvideos gedreht. Es gibt Lehrbücher, Rezeptbücher und die sind frei verfügbar. Man muss dafür kein Geld zahlen, sondern man kann das machen und sucht sich halt jemanden, der das zertifiziert. Also an unserer Schule kann halt jeder Azubi, der das durchläuft und durchlaufen möchte, mit den entsprechenden Workshops. Ich wollte gerade sagen, mein Workshop war dann auch so ein Modulding. Ein Modulding, also, genau. Mhm. Wir bieten dann Workshops an, die sich halt mit dem Thema auch befassen und dann müssen die zwei davon machen. Mhm. Genau. Und auch im Schulgarten arbeiten, dass die auch mal ein bisschen Respekt oder Wertschätzung vor diesen Produkten haben. Das finde ich, das gehört alles dazu und das ist schon stark etabliert. Sorry, jetzt habe ich einen Mund voll. Meinst du, dass es realistisch ist, dass es irgendwann auch mal eine Ausbildung geben wird, ohne Tier, also, für die Leute, die das wollen? Also es ist ja, steht da, Tropfen hüllt den Stein. Ich als Köchin kann nur sagen, nee, also das heißt dann anders. Das heißt dann hat vielleicht einen anderen Namen oder so. Aber jetzt ist zum Beispiel ein ganz großer weiterer Schritt, finde ich. Es gibt ja gerade so eine Art schon seit Jahren Neuordnung der Berufe und man baut halt so auch andere Steine ein. Und genau dieses Thema, auch dieses entwickelte Modul Vegucation, wird da auch ein fester Bestandteil sein. Mhm. Und nicht bloß bei Köchen, auch bei Fachkräften, auch bei anderen, in anderen gastronomischen Berufen. Da kann ich aber jetzt, also erstmal kann ich es nicht und zweitens darf ich nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, aber es wird, nur Andeutung. Es wird sich auf jeden Fall in der Richtung auch eine Menge ändern. Ja, ja. Also wir haben auch meinen Fachbereichsleiter und ich, wir haben ja auch so Visionen schon ersponnen und wissen gar nicht, ob das überhaupt klappen könnte. Hat ja immer mit Finanzierung zu tun, dass man sozusagen sagt, ja, vielleicht kann ja auch ein Oberstufenzentrum, ein Kompetenzzentrum werden für diese Richtung und man kann auch aus der Erwachsenenqualifizierung da eine Fortbildung machen. Mhm. Aber leider hat das, ich glaube, das ist eine finanzielle Sache. Mhm. Aber man kann ja einfach mal gucken, wo es hinläuft, weil kompetent sind wir mittlerweile ganz gut. Ich finde es total spannend, weil es poppt ja auch in meiner Blase natürlich immer wieder so auf und momentan gibt es halt hauptsächlich so private Angebote, die halt teilweise natürlich auch sehr teuer sind und sich nicht jetzt jeder, klar gibt es manchmal, bei manchen Sachen gibt es, also ich habe ja diese Weiterbildung in Köln beim Biogummi-Club gemacht, wo es noch sehr stark um einen Bio-Zertifizierungsschwerpunkt ging. Aber ich würde schon sagen, auch für Leute, die so einen Einstieg in diesen Beruf wollen, also lernt man da auch nochmal eine Menge, sehr kompakt. Und das ist halt als Weiterbildung immerhin zertifiziert von der IHK. Und das ist halt, glaube ich, was viele wollen, dass sie irgendwas am Ende in der Hand haben. Ne? Dass sie wirklich irgendeine Zertifizierung haben, die auch ein bisschen was gilt. Eine Zertifizierung bringt einfach mehr Geld. Ja, da muss man auch einfach mal sagen, na klar, lernt man da eine Menge, aber so ein Zettel, so ein Zertifikat, das irgendwo eingereicht, guck mal, ich bilde mich weiter, ist immer gut. Und ich fand es so spannend, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt die Zeitschrift, die für mich total wichtig oder repräsentativ ist, aber es war in diesem Falstaff-Magazin, ich krieg das irgendwie zugeschickt, weiß nicht, ob du das kennst, da war mal so ein Artikel über das Thema vom Jahr oder so und ich fand einfach so interessant, die Argumentationskette war da so ein bisschen, naja, so wir glauben jetzt eher nicht, dass es das irgendwann geben wird. Also da wurde quasi nur von der Nachfrage argumentiert. Also es wurde immer nur von der Nachfrage, vom Gast, vom Endkunden argumentiert. Aber ich denke, es gibt halt so Menschen wie mich oder eben ganz viele Menschen, die einfach eine Motivation für diesen Beruf haben, aber für die einfach glasklar ist, dass sie halt nicht mit Fleisch arbeiten wollen. Mhm. Ne? Und ich glaube schon, dass die ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt auch finden, ne? Weil die haben ja dann eben eine ganz andere Qualifikation. Das fand ich einfach so spannend, diese Denkweise. Also ich weiß, dass es auch eine Möglichkeit gibt, also gerade in diesem Bereich, da weiß ich nicht,
wie teuer das ist oder so, in der Deutschen Hotelakademie in Köln. Mhm. Die haben auch mitgemacht bei der Entwicklung des Projektes. Mhm. Und die haben ja weiterhin dieses Modul als Fernstudium. Aha. Könnte man da sozusagen auch, weil Vegucation ist so ein EU-weit anerkanntes Zertifikat. Mhm. Komischerweise kennen es gar nicht so viele, aber ich sage das halt immer, ist EU-weit. Hat nicht so eine gute PR-Kampagne gehabt? EU-weit, naja, man hat Webu gemacht und Provec und jetzt sozusagen. Und man muss es halt immer wieder weiter. Also ich werbe natürlich damit an der Schule, aber ja, muss man halt gucken. Also wir hatten nämlich schon Anfragen an unsere Schule, können wir dieses Zertifikat machen, aber von Leuten, die halt keine Berufsausbildung machen. Und wir haben halt nach wie vor eigentlich entweder Berufsschüler oder Gymnasiasten bei uns in der Schule. Da muss man einen anderen Weg suchen. Da kann ich nur sagen, Deutsche Hotelakademie in Köln, Fernstudium. Cool. Ich werde das auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken von der Folge, weil ich weiß, dass das für ganz viele Leute ein super wichtiges Thema ist. Und ich kriege ja auch regelmäßig Anfragen von Menschen, die irgendwie Lust haben, in diesem Bereich zu arbeiten, die halt auch irgendwie Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen sind, die nicht wissen, wie sie es angehen sollen, ne, und so. Es gibt schon auch manchmal diese Vorstellung, so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung, wo ich dann halt immer sage, hast du schon mal in der Küche gearbeitet? Praktikum, also, ne, Praktikum. Einfach mal ausprobieren, ob es dir dann nach einer Woche auch noch Spaß macht, weil es ist schon anstrengend so. Genau. Ja, das wäre sowieso, glaube ich, immer mein erster Tipp, erstmal überhaupt wohl reinschnuppern. Ne? Aber ich habe auch, also es sind natürlich immer ganz, ganz viele Auszubildende, die auch Vegetarier oder sogar Veganer sind. Und da muss ich auch mal sagen, die schaffen das wie auch immer. Die machen das, die können die Dinge zubereiten, die müssen ja dann nach diesen 3 Jahren nicht, ja, es ist voll schwierig, ne? Ich ziehe da wirklich meinen Hut, aber früher war das so, die haben sich nicht getraut, sich zu outen. Wie schlimm hat sich wahrscheinlich geändert. Und das hat sich zum Beispiel auch geändert. Mhm. Also es ist, und du wirst nicht mehr schräg angeguckt, wenn ich in die Klasse frage, dann sagt jemand, nee, ich esse ja gar kein Fleisch, dann ist es okay für alle. Ja, für die Schüler ist es mittlerweile okay. Nicht irgendwie so, bist denn du für eine, warum sitzt denn du hier? Nein, es ist mittlerweile auch schon, ja, das sind so kleine Schritte, die ich seit Jahren einfach mitverfolge und deswegen geht in der Richtung schon vorwärts. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir natürlich in so einer Art Blase sitzen und dass wir auch ein bestimmtes, man hat immer einen Freundeskreis und denkt, ach, wir sind ja ganz schön viele und das müsste doch eigentlich jetzt ganz anders sein. Nee, sind wir einfach nicht. Das sind halt unser Freundeskreis. Also ich esse ja zum Beispiel auch Fleisch. Ich bin ja jetzt nicht Veganerin, Vegetarier, aber... Aber bestimmt sehr bewusst. Sehr bewusst. Das predige ich alle Nase lang. Ja. Ich finde es lustig, weil du vorher gesagt hast, dass das eben sowieso schon Teil der Ausbildung ist, wenn man sich das auch so ein bisschen bewusst macht. Ich habe so ein schönes Zitat, als ich für mein neues Buch recherchiert habe. Ich habe ja so, eigentlich sind da, also ne, da geht es ja um intuitives Kochen und es sind halt viele Grundrezepte drin, die man dann eben auch kombinieren kann. Und ich habe zum Beispiel 2 Varianten von so einer veganen Bratensoße, also wie man einfach eine leckere Bratensoße ohne Braten drin macht. Und eine ist halt ein bisschen aufwendig, ein bisschen länger gekocht. Und da fand ich so ein schönes Zitat von einem Koch, das lautete irgendwie, eine gute Bratensoße braucht viel Gemüse. Und wenn man kein Fleisch hat, dann nimmt man mehr Gemüse. Dachte ich, ja. Da haben wir auch ein schönes Lehrvideo. Ja. Zu der Braten, ja. Nämlich die Florentine hat gezeigt, wie man eine tolle Bratensoße macht. Und das ist eigentlich das, was man im dritten Halbjahr, wenn man sich mit Gemüse befasst, erstmal lernen muss. Wenn ich Praxisunterricht mache, dann müssen die sich den Film alle angucken und müssen uns eine dunkle Bratensoße liefern. Mhm. Und die ist top. Mhm. Also es ist wirklich, Und es ist ja egal, also da muss ich auch sagen, es ist eigentlich fast egal, ob du mit welchen, ob du jetzt einen Fleischknochen da dran hast oder mit den anderen Produkten. Es kommt ja letztendlich das Gleiche raus. Mhm. Also das hat ein schönes, die Soße hat einen schönen Glanz, die fließt schön auf den Teller. Wenn wir da noch irgendwie getrocknete Pilze haben reingegeben, dann hat es wirklich ein tolles Aroma. Mhm. Und die Schüler, die das damals mitgedreht haben, waren glaube ich auch nur eine war Vegetarierin, die fanden das alle tippitoppi. Mhm. Also wir haben ja den Vergleich sozusagen. Mhm. Wir essen eine Fleischsoße und essen die andere Soße. Also da gibt es schon auch so Schlüsselmomente. Ja, Aha-Effekte. Ja. Also wie man zum Beispiel eine Veganese, eine Mayonnaise herstellt ohne Ei. Das ist ja technologisch für uns an der Schule auch immer wichtig. Da habe ich halt irgendwie das Lecithin, dann nehme ich halt das irgendwie aus dem Sojaprodukt.
Oh, tippitoppi. Also selbst ich war total überrascht mit meinem Kollegen. Ich finde ja, Mayonnaise ist echt so eins meiner Lieblingsbeispiele, weil es ist eigentlich, also auch wenn man in der Gastronomie eine vegane Mayo benutzt, es ist irgendwie sicherer. Ja? Mhm. Du hast nicht dieses Salmonellen-Ding. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei Isla hatten wir dann auch mal Sandwiches mit Mayonnaise. Und wenn du die im Sommer irgendwie einen halben Tag irgendwie in der Vitrine, das ist ja total gefährlich. Genau. Ne? Und das hast du einfach schon mal nicht das Problem bei einer sojabasierten Mayo. Geschmacklich, gerade wenn du noch irgendwie Geschmackszutaten mit reinmachst, Aioli oder Kräuter oder was auch immer, merkt niemand den Unterschied. Ne? Also es ist sehr gelingsicher auch irgendwie. Und du musst einfach, also rein jetzt, egal ob man jetzt dafür ist, Tierprodukte zu verwenden oder nicht, aber es erschließt sich jedem, dass es einfacher ist, was aus einer Pflanze Gewonnenes zu nehmen, als jetzt extra ein Tier aufzuziehen, das dann ein Ei legen muss. Dass man dann, also es ist auch so logisch, es ist einfach schlüssig. Ja. Genau. Haben wir auch gerade Mittwoch habe ich mit meinem Kollegen online das nächste Mensa-Projekt geplant. Wann auch immer wir die Mensa wieder aufmachen mit Schülern, sehne ich mich nach. Und wir planen gerade Veggie Days. Also wir haben dritte Halbjahre und die haben auch in einem Hauptgang gibt es auch eben eine Veganese. Da haben die sich auch mit Chili und haben wir auch toll geplant. Freue ich mich schon drauf. Du bist auch schon ein bisschen, du musst ja Online-Unterricht, hast du vorhin schon erzählt, bevor wir das Gerät laufen lassen, du unterrichtest gerade online und sagst, die Lehrer, die Schüler, alle freuen sich uns, dass wir uns mal wieder sehen können, in echt, auch wenn wir da eine blöde Maske aufhaben und lüften müssen, aber endlich mal die Schüler sehen und nicht in einer Videokonferenz mal kurz Hallo und dann sieht man eine Kachel wieder und dann spricht man mit so Bildern und ja, das ist ja ein ganz anderes Fühlen, ja, und ich kann ja Ich sitze halt vor so einem Bildschirm und erzähle denen was. Aber in echt zappel ich ja da vorne rum oder zeige denen andere Bücher, Bilder. Und ja, und der Praxisunterricht, der fehlt mir halt sehr. Das ist keine schöne Situation gerade. Naja, wir sind ja zuversichtlich. Am 22. wird halb geöffnet. Okay. Das heißt, halb heißt... Also so halb, dass wir weniger... Genau, die großen Klassen werden halbiert in zwei verschiedenen Räumen. Dann gibt es Schichtunterricht, also dass nicht alle auf einmal da sind, sondern früh kommen die 1,5 Jahre. Also von 8 bis, ich glaube 7.30 Uhr machen wir früh Schicht. Bis um 11.30 Uhr, 11.20 Uhr, dann wird gewechselt, dann kommen die anderen. Und das wird auch anstrengend, aber dann sind die auch wieder da. Mhm. Ja, haben so ein, müssen halt leider durch die Stadt fahren, aber gut, dann haben wir sie vor Ort. Ich will gleich noch gerne so ein bisschen mehr über deine eigenen kulinarischen Leidenschaften sprechen. Also klar, Antipasti, habe ich schon gemerkt, ist auf jeden Fall ein Thema. Ich würde gerne noch eine Sache zur Ausbildung fragen. Kannst du irgendwie feststellen, also dass es irgendwie mehr Mädchen, mehr junge Frauen gibt, die so in den letzten Jahren? Nee, muss ich leider verneinen. Ja. Es ist nach wie vor so, dass leider wirklich mehr Köche, mehr junge Männer diesen Beruf ergreifen. Ja, ist leider so. Ja, ich habe für mein neues Buch bin ich selber ja auch nochmal so zurückgegangen und habe das so ein bisschen aufgedröselt, was mich dann im Endeffekt doch dazu gebracht hat, in dem Bereich zu arbeiten. Und das ist ja schon schräg, ne? Weil ich habe mit 17 das erste Mal in der Küche gearbeitet, aber es war für mich Ende der 90er, Anfang der 2000er, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, eine Kochausbildung zu machen. Also es war, obwohl ich das schon immer gerne gemacht habe, es war nicht auf dem Schirm. Und ich glaube, das hatte schon ganz stark damit zu tun, was natürlich das auch für ein Image hatte, dieser Beruf. Ja. Und dass mir wirklich die Rollenbilder gefehlt haben. Also ich glaube, wenn es so in weiblich so jemanden wie Jamie Oliver gegeben hätte, hätte ich das vielleicht schon in Betracht gezogen. Ja. Und, Das ist lustig mit den Rollenbildern. Ich suche gerade wirklich nach Rollenbildern. Ich gestalte immer so kleine jetzt wollen wir beim Online-Unterricht, kann man das ja machen, Informationszettel mit Links. Und gucke wirklich jetzt im Netz nach weiblichen Köchinnen, die wirklich einen tollen Job machen. Also ich bin zum Beispiel ganz froh, ich darf jetzt Samstag ist kleine Zwischenprüfung. Die findet statt und ich prüfe mit Sonja Frühsamer zusammen. Also ist ja eigentlich eine der beiden Frauen in Berlin, die hier einen Stern haben. Aber jetzt war ja wieder so eine Sternekürung,
sind halt echt Männer. Mhm. Immer Männer. Und ich meine, das ist ja auch wirklich hier Dalla, die ja auch eine Freundin von mir genau. ist, die auch einen Stern hat, ja, die ja auch Quereinsteigerin ist mhm. und die ja selber auch in ihrer eigenen Biografie erzählt hat, dass sie schon immer oder schon lange wusste, dass sie in der Küche arbeiten wollte und der Weg bei ihr eben auch kein direkter war, weil sie ist sehr hübsch, dann wurde sie immer eher in Service geschickt. Ne? Also sie musste wirklich, sie hat etwas sehr, glaube ich, dann auch, also klar, es ist jetzt immer schwierig zu sagen, jemand, der gut aussieht, wird benachteiligt. Aber ihr Weg war schon auch kein direkter. Also und auch aus meiner Ausbildung weiß ich selber auch aus dem Job. Es ist wirklich ein körperlich sehr, sehr anstrengender Job. Es ist sehr, sehr anstrengend. Man arbeitet nicht seine 8 Stunden, man arbeitet immer mehr. Man muss sehr loyal sein auch. Mhm. Und wenn man nicht aufpasst, gleitet man da in so eine ganz andere Welt ab. Mhm. Man verliert halt, normalerweise ist es so, deswegen springen vielleicht auch viele ab, man verliert viele Freunde während der Ausbildung. Mhm. Also seine normalen Freunde, sage ich mal, die nicht in der Gastronomie tätig sind. Und das ist finde ich, auch schwer. Aber dann wäre, also ich finde dieses Argument anstrengend, denke ich mir halt, ich kenne sehr viele Frauen, die sehr belastbar sind. Auf jeden Fall. Ne? Also da denke ich immer so, Frauen können das schon ab. Ja, so. Auf jeden Fall. Und wahrscheinlich muss halt ja, auch so geschafft. Genau, und wahrscheinlich muss auch langfristig einfach der Schlüssel sein, dass man vielleicht auch den Beruf anders gestaltet. Ne? Auf jeden und Fall. Eben auch zum Beispiel familienfreundlicher macht, Fall. Arbeitszeiten verändert. Und das habe ich ja auch so in den letzten 2 Jahren gemerkt. Ich hatte ja bei Isla, also Mess, die auch die Küchenchefin ist, die ist 15 Jahre jünger als ich. Die macht das super, die ist mega gut. Ich finde das wirklich ganz toll, was sie da macht. Aber die steckt das einfach anders weg als ich. Ich bin, wie gesagt, 40, sie ist 25. Mhm. Du, die kann auch einen Abend noch feiern gehen und steht am nächsten Morgen in der Küche. Und ich bin irgendwie, okay, ich brauche jetzt echt mal 2 Tage Pause. Konnte ich früher auch. Und ich habe einfach gemerkt, oder ich muss irgendeinen Sport machen zum Ausgleich, ne? Und Rücken und so. Und das, was wir jetzt eben auch mit Happa, Nina und ich vorhaben, dass wir halt von Anfang an versuchen, das Konzept so zu denken, dass wir halt zum Beispiel Mehrfachnutzung haben, dass wir nicht ne, immer offen haben müssen, dass wir das für uns irgendwie so gestalten, dass wir das auch körperlich und ja, einfach schaffen. Das finde ich auch. Man kann natürlich sich den entsprechenden Betrieb aussuchen, der das macht. Aber natürlich dafür sorgen, dass es so Konzepte gibt. Ich liebe auch Restaurants, die nicht jeden Tag offen haben. Muss sein, es muss Pause sein. Und dass man vielleicht auch sagt, okay, wir müssen ja nicht alle eine volle Stelle haben, müssen ja nicht voll arbeiten, sondern verkürzt. Und dafür gibt es halt auch dieses Schichten. Also finde ich definitiv. Und genau, man sucht sich natürlich, es spricht sich ja auch um den Laden aus, wo es einen guten Umgang gibt miteinander, wo es wirklich ein Team gibt. Und vielleicht geht es da auch vorwärts, aber mittlerweile muss ich gerade sagen, ich habe jetzt von mehreren Schülerinnen gerade wieder Dinge erfahren, die ich nicht so erfreulich finde und für mich macht es gerade nicht den Schritt nach vorwärts in die Richtung. Aber das sind halt die persönlichen Gespräche, die man dann erfährt. Ne? Also man könnte, ja, man muss einfach sagen, es gibt noch viel zu tun. Es gibt echt richtig viel zu tun. Und ich muss mir halt immer wieder bewusst machen, natürlich, dass das auch was mit einem gewissen Privileg zu tun hat, sich eben das, was ich konnte in den letzten 10 Jahren, sich auch diese Arbeitsorte selber aussuchen zu können. Und ich habe mir halt wirklich Orte ausgesucht, die sehr frauenteamlastig waren, ne, wo einfach ein guter Umgang waren, wo auch mal ein Verständnis da war, wenn man irgendwie seine Tage hatte oder es einem nicht gut ging. Ja? Und das, daran bin ich natürlich mittlerweile gewöhnt. Und das ist jetzt mein Standard. Und ich habe natürlich das Gefühl, so möchte ich das selber auch machen. Da fällt mir gerade was ein. Bist du nicht, ich habe das jetzt, du bist doch in so einem Frauen-Feministin, wie heißt der Feministin? Feminist Food Club. Genau. Ja. Gibt es den auf der ganzen Welt oder ist der nur in der Deutschland? Der ist eigentlich in Berlin gegründet. Also Berlin das gegründet. Ist eigentlich ein Berlin-Ding. Ja. Könnte man da nicht so eine Art Pool von Ausbildungsbetrieben oder Betrieben mal erstellen und das auch veröffentlichen, dass zum Beispiel junge Frauen, die sich überlegen, ich will eine Ausbildung machen, wo mache ich denn das, wie mache ich das? Dass man sowas also eine Positivliste. Ja, sozusagen. Eine Positivliste. Es gibt ja auch eine Positivliste von der Divoga. Ich wollte gerade sagen. Es gibt definitiv. In geschlossenen Gruppen wurden auch Blacklists schon diskutiert natürlich. Aber das ist immer positiv. Genau, ich immer positiv. Auch positiv. Ich weiß, es gibt auch so Auszeichnungen von der Divoga, wer toll ausbildet und so. Aber vielleicht ist das vielleicht, oder ihr arbeitet mit denen vielleicht zusammen mal. Also was, bei Feminist Food Club muss man natürlich dazu sagen, es ist ein loses Netz, also es ist jetzt kein Verein oder so. Das heißt, es wird natürlich auch von Leuten einfach so privat organisiert. Und es ist halt ein Netzwerk, was einerseits auf Facebook stattfindet. Das heißt, es gibt eine sehr große Gruppe,
wo man sich, wo sich auch geholfen wird einfach, ne? Okay. Wo du dich austauschen kannst oder wenn du eine Stelle frei hast und so weiter. Und es gibt, wenn, ich gab jetzt auch viele Online-Events, aber wo sozusagen auch Events stattfinden, so Netzwerk-Events, aber auch zu Themen, wirklich also auch Bildungsarbeit. Aber es gibt eine Webseite und auf dieser Webseite ist zumindest schon mal eine Liste und die ist jetzt schon verfügbar, also von Betrieben in Berlin, also verschiedene Sachen, also einerseits Köchinnen, Barkeeperinnen, weibliche Baristas, aber auch Restaurants, die von Frauen geführt werden, also das kann man alles abrufen. Das könnte man natürlich jetzt schon auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Ausbildungssuche ist, sich das angucken. Das ist zumindest schon mal verfügbar. Ah, gut für mich auch zu wissen, ne? Genau, wir haben ja auch mal so Tage der offenen Tür und wir müssen ja auch werben. Total, schau dir das an, weil das ist, das war ja auch wirklich der, der sozusagen die Motivation, ne? Gerade dieses Konferenz, dieses Panel-Thema, Journalisten, boah, gibt's nicht, findet man nicht. Guck mal hier, kannst du auf der Website gucken. Gut. Und die wird halt aktualisiert. Also das müssen halt Leute selber einreichen. Die ist jetzt nie super voll, also ne, die ist halt selber sozusagen verfasst. Aber das gibt's schon. Ja, cool, gut. Ja, muss man im Hinterkopf haben. Ja, okay. Naja, es gibt noch viel zu tun. Aber lass uns doch ein bisschen über Essen reden. Jetzt haben wir so viel über das Essen, Kochen, Zubereiten, Essen geredet. Wie bist du so kulinarisch aufgewachsen? Mm. Was gab es so, als du ein Kind warst? Oder was war vielleicht auch dein Lieblingsessen als Kind? Ganz komisch, ich weiß das nicht. Okay. Also ich weiß, dass ich immer gerne Kartoffeln gegessen habe, schon immer. Dass ich gerne oder mich gefreut habe, wenn es mal eine Hühnerbrühe gab, eine klare Brühe mit Nudeln drin und frischen, also Möhren drin. Das hat meine Mama wirklich immer ganz toll gemacht und die esse ich auch nach wie vor gerne. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, also wo ich dann gesagt habe, oh ja, da freue ich mich jetzt. Doch, doch, meine Oma in Kleinmachnow, die hat immer Schokoladensuppe mit Schneeklößchen gekocht. Also Schneeklößchen war dann Eischnee, Eischaumklößchen da drauf. Und das war der Knaller. Und mein Opa hat sich immer beschwert, dass es die nur gibt, wenn die Enkelkinder kommen. Weil er die auch so gerne gegessen hat. Und das, also das muss ich sagen, das war so... Das war so auch ein schöner Moment immer. Aber so ein... Und ich bin, also eine Schokoladensuppe macht man die? Ich glaube, bloß flüssig. Okay. Ja. Pudding, flüssig und dann diese Dinger da drauf pochiert, ne? Die liegen dann da drauf. Und es war ja auch immer schön, diese großen Schneeflocken da, Schneeklößchen sozusagen da unten. Also ein bisschen wie Salzburger noch geil. Genau, ist dann so, genau, so fluffig, ganz leicht. Und naja, wir hatten in Kleinmachnow hatten wir halt einen großen Garten und wir hatten halt schon immer die Sachen da gegessen oder geerntet. Deswegen, also was da so da wuchs. Bist du einfach, ich glaube, Kartoffeln haben wir nicht angebaut, kann ich mich nicht erinnern. Also müsste mein Papa oder meine Mama mir jetzt mich eines Besseren belehren. Wir hatten wirklich viel Obst. Aber die Kartoffeln gab es wahrscheinlich so auch. Bohnen, ja, gab es da kein Problem. Genau, ja. Bohnen haben wir ganz viele, grüne Bohnen gab es immer. Und Beerensträucher, Kirschbäume, Pflaumenbäume. Alles zum Hochklettern und zum Toben. Aber habt ihr dann auch eingemacht und so? Marmeladen, ja, immer. Marmeladen, also das ist, genau. Also ich weiß, dass auch meine Eltern, die sind ja, wenn man im Sommer dann verreist, in der DDR hatten wir 8 Wochen Sommerferien. Und dann weiß ich noch, dass wir einmal meine Schwester, ich habe eine 4 Jahre ältere Schwester, dass wir irgendwie den Garten hüten mussten und meine Mutter meinte, kümmert euch um die Johannisbeeren. Und dann haben wir eiskalt die geerntet und haben die verkauft. Also, habt ihr euch gekümmert? Ja. Also deshalb, wir hatten keine Lust, das jetzt irgendwie, wir hätten es ja bloß einfrieren müssen, ja. Dann haben wir die bei der Handelsorganisation, da haben wir die da hingebracht. Und das war ja damals so, man hat die verkauft und die wurden für noch, also man hat richtig viel Geld dafür bekommen. Ja. Also mehr Geld, als man hätte jetzt sozusagen die neu kaufen müssen. Und wieder verkaufen, hätte man richtig viel Geld verdienen können. Nochmal und nochmal und nochmal. Genau. Also wie alt warst du da? Da waren wir schon. Weiß ich nicht mehr, muss Susanne vielleicht mir nochmal sagen. Ich weiß es noch ziemlich genau, weil die Eltern fahren ja nicht weg und lassen uns alleine, wenn wir irgendwie ja zu klein sein. Also wir waren bestimmt 13, 14 oder so. Lustig. Kleine Geschäfte gemacht. Genau. Ja, schön. Das heißt so, also dieses Thema, dass du jetzt auch mit deinen Schülerinnen Garten machst und so, dass damit das ist, bist du das echt war vollkommen klar. Also wir haben schon, das Schulgelände hat schon so einen riesengroßen Garten und wir haben jetzt
gerade ganz tolle Pech, weil es wurden Schwermetalle gefunden, die wir nicht ausgebracht hatten, sondern die vermutlich von dem Winterstreu kamen, was so mal jetzt rausgestreut wird, zusammengekarrt und auf den Komposthaufen entsorgt wurde. Und wir waren das nicht und wir haben gesagt, nehmen Sie das mal bitte weg. Und dann wurde aber irgendwann... Das ist ja schon fast ein Versicherungsfall so, oder? Ja, nee, aber es ist halt nicht sicher, ob es daher ist. Wir dachten, vielleicht ist es da. Jetzt sind wir jedenfalls dabei, wie dem auch sei. Viele Gärten in Berlin sind ja schwermetallverseucht. Wir wechseln gerade die Erde aus. Wir tauschen die aus. Ja, komplett. Und dann geht's neu los. Also was nicht betroffen ist, bin ich auch ganz froh, sind die Johannisbeersträucher, die wir da haben. Und dann, wir müssen die Erde jetzt noch ausschütten. Dann gibt's einen Restart und der wird toll, weil wir haben uns natürlich, meine Kollegin und ich, auch immer mehr weiterentwickelt. Das wird jetzt einfach nicht mehr alles so viel Erde sein. Es wird einfach gemulcht. Das wird einfach, also da haben wir ganz viele Fortbildungen gemacht. Ich habe auch Freunde, die mir da helfen. Das heißt, da weiß ich schon, wen ich anrufen kann. Das wird auf jeden Fall jetzt besser als vorher. Auf jeden Fall, genau. Ach, cool. Wir haben auch ganz viele, da ist auch ganz viel Wiese dazwischen. Und wir hatten auch einen tollen Kurs mal mit einer Freundin. Die hat Wildkräuter mit uns gesammelt, was zwischen den Beeten wächst. Also auch so eine Sache, was wirklich auf unserem Schulhof alles so ist. Ja. Da habe ich jetzt während der Lockdown-Zeit einen Online-Kurs dazu gemacht, weil den eine Bekannte aus München von mir, die auch so eine Kräuterhexe ist. Und ich wollte da schon sagen, ne, also ich meine, so ein paar Sachen kenne ich, aber das ist durchaus erweiterungsfähig. Und die hat das echt auch gut online umgesetzt, also viel mit Fotos natürlich. Und dann hat sie uns mal Aufgaben gegeben. Es war ein bisschen schwierig, weil das war jetzt auch so im Januar, Februar. Und in München lag dann, das war, als hier dann so viel Schnee lag. Und da habe ich echt angefangen, unter dem Schnee so rumzukramen. War so halb erfolgreich, aber ich habe natürlich jetzt das Theoriewissen so. Und das ist ja auch echt toll, was man da alles finden kann. Vor allem, was man essen kann. Wusste ich. Also alle Sachen, die kennt man schon, aber was man daraus basteln kann und essen kann, unglaublich. Und die einerseits wahnsinnig gesund sind, irrsinnig nährstoffreich und auch lecker. Und noch schön aussehen. Auch noch dazu. Wenn ich so einen Wildkräutersalat mir im Supermarkt kaufe, da lache ich mich tot, ja. Dann nehme ich den, schütte den aus, dann fällt der zusammen irgendwie. Und dann gehe ich in meine Wiese, pflück ein paar Sachen, lege die daneben und die halten ja auch viel länger, ne? Also ich finde ja immer, mein Lieblingsbeispiel, und das ist, glaube ich, auch das, was man am schnellsten, also klar, man hat vielleicht auch schon mal Löwenzahn, Gänseblümchen, sowas weiß man auch, aber wilde Rauke, Rucola, wächst ja überall, also in Berlin gerade, also wirklich, muss man jetzt nicht an jeder Straßenecke pflücken, aber du findest den ja in Massen, überall. Und so scharf. Ja, der ist ja viel intensiver, also den musst du ja eigentlich viel, viel punktueller einsetzen, also mehr wie ein Würzzutat eigentlich. Aber total lecker. Und die Blütchen die gelben Blüten. Aber ich habe echt, ich glaube, ich habe schon lange keine Rucola mehr gekauft. Was ist sowas, was du dir gern zu Hause kochst, wenn es schnell gehen muss? Also ich hasse das, Kartoffeln zu schälen, ich esse die aber gerne. Muss meine Tochter dann immer machen. Und dann gibt es immer irgendwie Gemüse, was ist dazu gerade, was gerade da liegt. Also ich bin schon wirklich, ich kaufe ja nicht, ich versuche ja beim Produzenten zu kaufen oder zu wissen, wo es herkommt. Du hast es gerade gepostet, da dachte ich, ist ja eine Schweinerei, ich esse ja auch gerne Chicorée gerade, also oder Radicchio in verschiedenen Farben. Und da habe ich gerade Kochi entdeckt für mich. Also ich dünste das an mit Butter und mache Kochi oder nehme Kochi-Butter schon selbst gemachte dazu. Kannst du kurz sagen, was Kochi ist für dich? Kochi ist auch ein Fermentationsprodukt, was sozusagen eigentlich aus Reis oder mit Reis hergestellt wird. Man kann es aber auch mit Buchweizen machen, also man kann dann ganz einheimisch arbeiten und hat einen enormen Umami-Geschmack. Und das mag ich natürlich und dann brate ich das kurz an, dünste das ein bisschen und gebe dann halt von dieser Butter was dazu. Pilze esse ich zum Beispiel gerade. Ich esse gerne diese Kräuterseitlinge, habe ich gerade irgendwie für mich, eben von Frische Kappe oder also wirklich so eine, hole ich mir aus der Markthalle, da gibt es die neuen. Ne? Das esse ich gerade gerne. Und manchmal, also wenn du so Muße hast oder wenn man auch mal wieder Gäste einladen kann, was ist so was aufwendiger ist, was du wirklich gerne oder vielleicht auch... Ich koche nicht gerne aufwendig zu Hause. Ja, okay. Überhaupt nicht. Ja. Ich mache das in der Schule, da wickel ich, da bastel ich, da finde ich es toll. Aber wenn ich zu Hause koche,
mache ich eher so viele, viele verschiedene kleine Sachen, weil ich das sehr kommunikativ finde. Also viele verschiedene kleine Sachen stehen auf dem Tisch. Also nicht so ein Menü, jetzt machen wir ersten, zweiten, dritten Gang, das finde ich eigentlich langweilig, sondern eher viele kleine Sachen. Also da sind dann Antipasti dabei, dann sind Salate dabei, dann wird irgendwas gewickelt, eine Creme irgendwo rein, das finde ich gut. Aber viele kleine Sachen ist ja auch ein tolles Konzept, weil da kann man ja oft auch zum Beispiel Reste super verwerten. Auf jeden Fall, genau. Oder oder kombinieren mit Sachen, die man eh schon hat oder die man dazu kauft und kann das ja, also ich kenne das auch sehr gut, ne, dass man auch schnell so aufpimpen kann, wenn dann doch irgendwie drei Leute mehr kommen und dann guckt man und es fällt nicht auf und ich finde das, also das finde ich eigentlich so, dass hat sich so ein bisschen, auch wenn ich im Garten bin, da habe ich ja auch nie, wenn da gekocht wird, dann flutscht man mal, guckt, was ist gerade reif und muss noch irgendwas dazu kaufen und dann ist gut und dann kommen halt viele kleine Sachen da. Fand ich auch mit den vielen kleinen Sachen so eine schöne Idee. Hat mir meine Freundin erzählt, die hat zwei Kinder und die machen das auch manchmal so als Abendbrot. Also die gucken dann alles, was noch so im Kühlschrank ist, ne, und tun alles so auf den Tisch und manchmal ist es ja dann wirklich da noch der Rest und Ding. Und die Kinder finden das mittlerweile total toll. Also eigentlich ist es Resteessen, aber es ist so, alle gucken, was noch da ist und dann wird dann mal so die Reste aufgegessen. Cool. Schön, dass sie das auch mitkriegen. Ja. Ich glaube, man kann das echt so gut aufbereiten. Mhm. Ja. Ich hab immer noch eine lustige Frage, die ich alle meine Gäste frage. Was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst? Kann ich auch zwei Früchte nennen? Klar. Also einmal Apfel. Erste Idee, es ist mir zuerst durch den Kopf gegangen. Also Apfel finde ich, ich habe in meinem Rucksack gerade auch wieder einen Apfel dabei. Ich liebe aber reife Pfirsiche. Mhm. Ich liebe reife Birnen, wenn die so reif sind, dass es so hier runter, wenn bei so finde ich toll. Mhm. Saftig. Toll. Ja, das ist lustig. Apfel ist das am allerhäufigsten genannte. Echt? Und ist ja auch das beliebteste Obst in Deutschland. Echt? Ne? Ist also, das beliebteste? Ja, ja. Wusste ich gar nicht. Bananen sind an zweiter Stelle, obwohl sie von sehr weit reisen. Oh, mag ich nicht so. Aber Äpfel. Obwohl man kann gute Sachen mitmachen, ne, mit den Bananen, aber Ja. Und sag mal, Annette, hast du sowas wie ein Lebensmotto oder ein Mantra? Hast du irgend so einen Leitsatz oder irgendwas, was dir immer wieder... Also um das mal als Berlinerin zu sagen, ich muss mir das selber sagen, alles wird gut, sage ich immer so. Und wirklich, ich lebe ja viel mit der Natur, also ohne jetzt irgend so eine Öko-Brezel irgendwie zu sein, aber ich gucke halt, wenn ich draußen bin, viel, wie weit ist das? Und für mich war zum Beispiel, es war alles grau, ich habe kein schönes Jahr hinter mir gehabt, sind halt viele Menschen von mir gegangen, sind gestorben. Aber wenn ich dann so eine olle graue Blätterdecke sehe und da piekst was Kleines Grünes durch, das hat so viel Kraft. Das ist so das Lebensmotto. Weil also immer so auf die kleinen Dinge es, auch die kleinen und Dinge die. Und es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, gerne, dass ich hier sein durfte. Ich habe gar nicht geschafft, aufzuessen. Das kannst du jetzt machen. Schau, jetzt mache ich die Aufnahme aus. Und dann essen wir einfach noch ein bisschen weiter. Ja, danke für das schöne Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß zuzuhören. Ich habe letztens ein ganz schönes Kompliment für den Podcast bekommen. Und zwar hat mir da eine Hörerin geschrieben, die gemeint hat, dass sie öfter mal alleine ist. Und dann macht sie den Podcast an und dann hat sie das Gefühl, sie sitzt irgendwie so ein bisschen mit am Tisch. Und dann tolle hört sie Idee. Den, während sie isst. Ja. Und das fand ich schön. Ja, wir freuen uns natürlich immer über positive Bewertungen und Feedback. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.